Ja, ganz einfach. Erstens einmal, weil ich gerne Rad fahre und das eine gute Gelegenheit ist, gleichzeitig sich wieder mal anzuschauen mit anderen Leuten, die vielleicht frisch zum Thema gekommen sind, wie die so auf das Passivhaus reagieren. Weil ich halt der Meinung bin, das ist, wenn permanent gesprochen wird davon, wir brauchen klimaneutrale Gebäude, wir müssen anders bauen, dann ist ja das, was schon seit über 30 Jahren gebaut wird mit dem Passivhaus, ist ja genau das Thema. Und zu schauen, was hier vorangegangen ist, weil ich ja mittlerweile seit 5 Jahren nicht mehr am Energieinstitut arbeite, zu sehen, was bisher passiert ist. Deswegen mache ich mit. Außerdem ist es schön. Die Leute sollen einfach gut bauen, dass es bequem und behaglich ist. Ich meine, ich bin in meinem Leben 18 Mal umgezogen. Ich wohne jetzt seit 20 Jahren in so einem Passivhaus und aus allen 18 Umzügen ist das das angenehmste, bequemste und gleichzeitig das günstigste Wohnen. Also, aber das ist genau der Punkt, den ich nicht verstehe, wieso sich manche Leute einen VW von übervorgestern kaufen und die Bauträger das auch bauen, statt dass sie im Prinzip das aktuelle Geschehen wie im Automobilverkehr auch machen würden.